Michael Kopp ist Leiter der Akademie für neue Medien und Wissenstransfer an der Universität Graz. Er verantwortet die Entwicklung von Methoden, Strategien und Lösungen im Bereich der Mediendidaktik und im Hinblick auf den Einsatz von Bildungstechnologien. Michael Kopp ist in leitender Funktion in mehreren internationalen und nationalen E-Learning-Kooperationen involviert und verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im Management von E-Learning-Projekten. Außerdem ist er Generalsekretär des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria. Wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag mit dem Titel E-Learning als Strategie am Beispiel der Universität Graz. Ja, Mahlzeit, danke Christine für die Vorstellung. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben, trotz Mittagsessenszeit. Ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen zum Thema E-Learning als Strategie. Hat damit zu tun, dass wir in der Uni Graz eine E-Learning-Strategie entwickelt haben und wie das vonstatten gegangen ist, wozu wir das gemacht haben und was davon zu erwarten ist. Über das möchte ich ein bisschen sprechen und dann möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, wie man ein Beispiel für eine E-Learning-Applikation gut implementieren kann, wenn man strategisch einigermaßen geschickt angeht. Gut, die erste wirkliche Frage ist, zu was überhaupt eine Strategie? Ja, also, an Uni Graz schaut es folgendermaßen aus, wir haben ein Lernmanagementsystem, das nennt sich Moodle, das wird von Uni-IT hervorragend betreut, wir haben über 30.000 Studierende, wir haben über 3.000 Lehrende mittlerweile, glaube ich, so in der Größenordnung. Das Ding funktioniert, die Studierenden nutzen es, die Lehrenden nutzen es zum Teil. Wozu also eine Strategie in dem Bereich? Naja, erstens, E-Learning ist etwas mehr als nur die Verwendung und der Einsatz eines Lernmanagementsystems. Ja, das geht um einiges weiter hinaus, hat auch damit zu tun, dass momentan durch Social Media, durch Cloud-Lösungen, durch andere technische Innovationen sehr viele Dinge auch an die Universitäten herangetragen werden, nicht zuletzt vor allem auch seitens der Studierenden, die immer mit neuen Wünschen kommen sozusagen im Bereich der Informationstechnologie, die sie gerne gelöst hätten und die sie gerne auch in der Lehre eingesetzt gesehen hätten, einfach weil sie empfinden, aus ihrem persönlichen Lebenslauf heraus, durch die Schule, durch das persönliche Umfeld in der Jugend, dass es da viel mehr gibt als diesen Präsenzunterricht und Vortrag, so wie ich ihn jetzt gerade mache. Und diese Möglichkeiten sollen auch genutzt werden. Einerseits passiert das bei uns an der Uni, dadurch, dass viele dieser technischen Möglichkeiten sehr strategisch eingesetzt und gleichzeitig aber auch in eine Form gebracht werden, die unterstützt und supportet werden kann. Man muss sich überlegen, wenn man über 30.000 Studierende hat, dann brauche ich Tools, die ich standardisiert auch betreuen kann. Auf der anderen Seite hinkt das aber auch immer hinten nach, weil ich kann nicht jedes neue Tool, sei das jetzt, also vor Jahren war es Facebook, jetzt soll es meinetwegen WhatsApp sein oder Instagram oder was auch immer, sofort für eine ganze Universität in der Größenordnung einer Karl-Franzens-Universität supporten, zum Beispiel seitens von Uni-IT, das ist einfach nicht möglich. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich eine Abteilung leiten darf, die sich damit beschäftigen darf, solche innovativen Tools einfach mal zu testen und auch nachzuschauen, wie kann man die in der Lehre einsetzen. Wir schmeißen ungefähr 19 von 20 dieser Anwendungen wieder weg, ja? Einfach aus dem Grund, weil das sich dann für die Lehre oder für eine Lehre in dieser Größenordnung einer Universität einfach für nicht einsetzbar halten oder nicht supportbar halten. Aber 1 von 20 in etwa bleibt immer übrig und das treibt auch ein bisschen die Innovation im Lehrbetrieb mit. Dafür brauche ich aber auch eine Strategie. Ja? Und ich brauche Strategien ganz generell aus 4 Gründen heraus. Ich brauche eine Strategie deswegen, weil all diese Dinge, die bei uns irgendwo funktionieren im E-Learning-Bereich, ja, also Lernen und Lehren mit neuen Medien im weitesten Sinn, ich habe keinen Überblick darüber, wer was an unserer Universität einsetzt. Ich kenne Leuchttürme, ich kenne aufgrund persönlicher Beziehungen Menschen, die sehr innovativ arbeiten, aber ich bin überzeugt davon, dass es sehr vieles im Verborgenen, mir Verborgenen gibt an dieser Universität, dass ich auch mit E-Learning beschäftige, von dem ich einfach nichts weiß. Die Schaffung einer E-Learning-Strategie hat damit zu tun, Verbindlichkeit herzustellen.
Nämlich Verbindlichkeit zum einen hinsichtlich der Lehrenden, was können wir machen, was wollen wir supporten, was wollen wir vorantreiben, hinsichtlich der Studierenden, was können wir mit einer gewissen Sicherheit anbieten, was wird funktionieren, worauf könnt ihr euch im Lehrbetrieb verlassen, und auch eine Verbindlichkeit hinsichtlich der Hochschulleitungsebenen. Nämlich dahingehend, dass sagt, für gewisse Dinge muss es gewisse finanzielle Mittel geben, wenn es die nicht gibt, können wir einen gewissen Support oder ein gewisses Tool einfach nicht anbieten. Deswegen eine Strategie zur Schaffung von Verbindlichkeit. Es geht auch um Strukturen, die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Ja. Ich muss dann wissen, wer für was zuständig ist. Ich muss wissen, wie meine Abteilung mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet, welche Schnittstellen es gibt. Und auch dafür brauche ich eine Strategie, um gemeinsam mit diesen Personen, mit diesen Abteilungen einen Weg zu finden, um E-Learning an einer Universität, in dem Fall unserer Universität, voranzutreiben. Es geht auch um Planbarkeit. Auch das schon im Hinblick auf finanzielle Ressourcen angesprochen. Es geht einfach auch darum zu sagen, wir haben so viele Ideen, was können wir davon umsetzen, was müssen wir wirklich wegwerfen, weil wir es zeitlich nicht schaffen, weil wir es personell nicht schaffen, was dann auch in letzter Konsequenz immer heißt, wir schaffen es finanziell nicht. Ja? Das ist also immer die Konklusion im letzten Schluss. Wir müssen wissen, mit welchen Budgets wir planen können, mit welchem Support von anderen Abteilungen wir planen können. Und auch das können wir in einer E-Learning-Strategie festschreiben, haben wir auch gemacht. Und die Ressourcen, ich habe schon mit angeschnitten, das steht jetzt auch nochmal da, geht einfach darum zu sagen, was haben wir, worauf können wir uns verlassen. Gut, soviel zum Thema Strategie im Allgemeinen, auch ein Beispiel von E-Learning. Aber warum jetzt eigentlich E-Learning? Was ist das Besondere, was zeichnet das aus an unserer Universität? Nun, zum einen geht es darum, ganz allgemein gesagt, zeit- und ortsunabhängig zu lernen oder die Möglichkeit zu geben, zeit- und ortsunabhängig zu lernen, aber auch zu lehren. Das ist jetzt nichts Neues, basiert aber auf sehr, sehr unterschiedlichen Wegen. Ja. Und wenn man sich so die letzten 10, 15 Jahre ansieht, dann sind Lehrende mit sehr vielen Dingen konfrontiert, mit denen sie zu meinem Studium einfach noch nicht, zu meinem Leitwesen noch nicht konfrontiert waren. Ja? Also ich konnte einfach noch kein E-Mail schreiben. Ja? Ich musste also in die Sprechstunde gehen. Das war so ein erster massiver Schritt für Lehrende. Man muss es nämlich auch mal von deren Seite her sehen, die nämlich jetzt irgendwann mal mit einer Flut von E-Mails konfrontiert sind, die sie und erwartet wird, dass sie die einfach beantworten. Und zwar innerhalb von möglichst kurzer Zeit. Ja. Es geht darum, dass andere Dinge, wie beispielsweise Social Media, einen immer größeren Effekt erzielen. Also wir gehen jetzt momentan davon aus, dass so Apps wie WhatsApp oder Telegram oder wie die ganzen Messenger-Apps momentan einfach heißen, die nächste Generation sein werden von Kommunikationstools. Also auf die Spitze formuliert, sage ich, meine Generation wird so ziemlich die letzte sein, die wirklich noch ohne E-Mail aufgewachsen ist, zum einen, und zum anderen eine der letzten Generationen sein, die E-Mail vehement nutzen. Wenn ich mir 17-, 18-Jährige anschaue, die kommunizieren via WhatsApp und anderen Messengers. Ja? Und auf das müssen sich Universitäten auch wieder einstellen und auch das muss in einer weitläufigen Strategie einfach vorhanden sein und implementiert sein, um einfach auch zukunftsorientiert und gleichzeitig nachhaltig Lehre betreiben zu können mit der Unterstützung von elektronischen Medien. Es geht auch nicht darum, dass E-Learning jetzt die Präsenzlehre ersetzen soll. Das ist immer so eine Befürchtung, die teilweise vorhanden ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir reden immer von einem Anreicherungskonzept, also ergänzen, nicht ersetzen. Aber dort, wo es möglich ist, und das ist aufgrund der unterschiedlichen Fachkulturen, in unterschiedlichen Fächern, in unterschiedlichen Fakultäten auch ganz unterschiedlich handhabbar. Sie können nicht in einer Vorlesung mit 600 Leuten massiv Kommunikationstools einsetzen, weil sie das einfach nicht schaffen werden. Aber es gibt dann einfach Tools, die auf bestimmte Vorlesungsarten oder Lehrveranstaltungsarten zugeschnitten sind. Und es gibt Tools, die auf bestimmte Fächer auch besser anwendbar sind als auf andere. All diese Komponenten haben wir versucht, in diese E-Learning-Strategie in einen Satz zusammenzufassen. Ja, das ist eine Herausforderung und das ist auch die Folie, mit der ich Sie wahrscheinlich überfordere, ist aber die einzige, verspreche ich, wo so viel Text draufsteht. Das ist nämlich die. Ja, und das ist die Definition von E-Learning, die in unserer E-Learning-Strategie steht.
Und wir haben eine Definition von E-Learning gebraucht, aus dem einfachen Grund, weil die Universität Graz ein sehr schönes Anreizsystem für den Einsatz von neuen Medien hat, nämlich eine finanzielle Aufwertung einer Lehrveranstaltungsabgeltung, wenn in einer Lehrveranstaltung E-Learning zum Einsatz kommt. Das ist eine Kategorie von mehreren, aber diese Kategorie wertet auch eine Lehrveranstaltung im Hinblick auf die Bezahlung auf. Ja? Deswegen müssen wir auch wissen, wenn wir einen solchen Parameter haben, was wir denn unter E-Learning verstehen. Deswegen in der Strategie diese Definition. Das eine ist, es geht um Mediendidaktik. Es geht also darum, Sie wissen das höchstwahrscheinlich, dass das, was in einem Hörsaal passiert, in einer Präsenzlehrveranstaltung passiert, natürlich didaktisch motiviert ist, dass gleichzeitig aber das, was auf einer Lernplattform beispielsweise passiert, oder was in einem Social Media, sozialen Medium passiert, nicht ganz andere, aber doch andere didaktische Szenarien notwendig macht. Und deswegen geht es um Mediendidaktik, die einfach mit berücksichtigt werden muss. Es geht um adäquate Informations- und Kommunikationstechnologien, die gleichzeitig aber auch eine Sicherheit bieten müssen im Einsatz und im Support. Es geht darum, zeitlich und örtlich flexibel zu sein, das habe ich schon mehrmals gesagt. Und es geht darum, und auch das ist jetzt wiederum was, Sie wissen, die Konzepte gehen weg von der Wissensvermittlung hin zur Kompetenzvermittlung. Ja. Also klar, ich muss an einer Universität Wissen vermitteln, aber ich muss auch Kompetenzen vermitteln. Und Interaktion und Kollaboration ist entsprechend ein wesentlicher Aspekt, um diese Kompetenzvermittlung vor allem in den Vordergrund zu stellen. Gut. Mit dieser Definition sind wir sehr weit gekommen und ich denke, das ist eine sehr gute Basis für die nächsten Jahre, weil sie auch sehr breit gefasst ist. Wir haben versucht, also auch sehr offen zu sein und sehr niederschwellig zu sein. Wir haben auch nicht ausgeschlossen, dass E-Learning bedeutet, das pure Hochladen von PDF-Dateien auf ein Lernmanagementsystem. Wir verstehen das nicht darunter und wir wollen es nicht ausschließen, ja, weil wir eben auch momentan in einem Generationenwechsel sind. Und alle die, die was machen wollen, die sind herzlich willkommen, egal in welcher Intensität sie es machen. Wie sind wir das angegangen, eine E-Learning-Strategie zu entwickeln? So ein paar Hard Facts, also wir haben so einen gemischten Top-Down-Bottom-Up-Ansatz gewählt. Was bedeutet, wir haben den Strategiepapieren, den allgemeinen Strategiepapieren der Universität vor 3 Jahren das erste Mal E-Learning irgendwo verankert in einem Nebensatz. Und haben dann darauf gepocht, dass in den Leistungsvereinbarungen der Uni mit dem Ministerium irgendwann mal drin stand, in den letzten nämlich, irgendwann mal drin stand, dass wir sowas wie eine E-Learning-Strategie entwickeln wollen. Und haben uns mit diesem Statement und diesem Reinschreiben in die Leistungsvereinbarungen sozusagen die Zustimmung des Rektorats geholt, dass so etwas auch seitens der Leitungsebene erwünscht ist. Das ist ganz wichtig, ja? Wenn ich also diesen Schritt nicht habe, habe ich nämlich auch nicht die Möglichkeit, einen Bottom-up-Ansatz zu wählen, weil das ist unglaubwürdig. Wenn ich jetzt, also Sie sehen dann auch, es waren ungefähr 60 Personen an diesem Prozess beteiligt, ja, aus unterschiedlichsten Abteilungen, Lehrende, Supportabteilungen, Studiendekane, ganz, ganz unterschiedlicher Profession an der Universität Graz, die zu den einzelnen Themen, die wir definiert hatten im Vorfeld, im Umkreis von E-Learning, einfach eine Expertise einbringen konnten. Denen musste ich aber sagen, wir haben einen Auftrag der Universitätsleitung. Weil diese Menschen sehr häufig, vor allem wenn sie länger in einem Universitätsbetrieb schon arbeiten, die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie voller Engagement an einem Ding arbeiten, das aber letztendlich dann in einer Schublade verschwindet, weil es keinen offiziellen Auftrag dafür gibt, das eine sehr große Demotivation zur Folge hat. Und die wollten wir von vornherein vermeiden, deswegen auch dieser kombinierte Ansatz und ich konnte den engagierten Kolleginnen und Kollegen von Anfang an sagen, ja, es gibt einen Auftrag und ja, am Ende des Prozesses wird es auch einen Beschluss des Rektorats geben. Das war wichtig und hat auch wirklich einen sehr großen Motivationseffekt ausgelöst. Das ganze Ding hat ungefähr ein Jahr gedauert. Wir haben, und ziemlich auch ein Kalenderjahr, wir haben im Jänner angefangen, 2014, also es war 20 im Vorjahr entstanden, 2014 angefangen bei uns in der Abteilung intern, wir sind also 8 Personen, was in etwa 4, glaube ich, oder 3,5 oder 4, also in etwa Vollzeitäquivalenten entspricht, haben wir zusammengesetzt und gesagt, was wollen wir eigentlich machen, was soll da drinstehen in so einer E-Learning-Strategie?
sind dann auch auf 8 Themenfelder gekommen, die gereicht haben von rechtlichen Aspekten über multimediale Produktion bis hin zu Innovation schaffen, forschen über E-Learning etc. Und haben dann für jedes dieses Themen eine Arbeitsgruppe gebildet. Und haben geschaut, haben so angefangen, dass wir aufgrund unserer persönlichen Verbindungen innerhalb der Universität eine Person für jedes Feld, für jedes Arbeitsfeld herausgesucht haben, wo wir gesagt haben, die kann uns weiterhelfen. Die kennt auch wieder andere Personen. Ja? Und so haben wir uns ein bisschen vorwärts gehandelt und haben es geschafft, in jeder Arbeitsgruppe ja, so zwischen 5 und 10 Personen, war nicht immer gleich, weil auch das Thema nicht immer gleich viele Expertinnen und Experten an einer Universität zur Verfügung stellt. Ja. Aber so in etwa haben wir das hingekriegt, haben dann Präsenz-Arbeitsgruppen gemacht, die haben jeweils einen halben Tag gedauert, waren aus unserer Sicht auch relativ gut vorbereitet und haben massiv viele Diskussionsprozesse ausgelöst. Ja. Und massiv viele Erwartungshaltungen. Erwartungshaltungen dahingehend, ja, wir erfinden jetzt die Uni neu, was E-Learning anbelangt. Es entstanden sofort massiv viele Wunschlisten. Ja. Es entstand sofort sehr viel, auch Beschwerdelisten, ja, was alles halt nicht passt. Ja. Und das hat uns gezeigt von Anfang an, dass wir die Erwartungshaltungen auch nach unten schauen mussten. Also es gab Leute, die gingen davon aus, wie sie eingeladen wurden, da steht eine E-Learning-Strategie, die hat 50 Seiten oder 80 Seiten. Ja? In Wirklichkeit hat das Ding 4 Seiten. Ja? Und da steht massiv viel drinnen und wir müssen uns jetzt tagelang damit auseinandersetzen und Papier produzieren und in einer Kleinteiligkeit arbeiten, die uns entspricht und wo wir wirklich alles abdecken. Also diese Erwartungshaltungen haben wir auch von Anfang an irgendwie zurückstufen müssen und klarlegen müssen, was wir machen wollten. Und ich habe von vornherein auch klar machen müssen, dass es 2 Arten von Strategien gibt, die wir damit verfolgen. Nämlich zum einen eine Zielstrategie und zum anderen eine Implementierungsstrategie. Zielstrategie, relativ klar, was wollen wir erreichen. Implementierungsstrategie auf der anderen Seite, Sinn macht eine solche Strategie natürlich nur, wenn ich mir auch überlege, wie bringe ich das oder wie bringe ich das auf den Boden, ja, wie mache ich das auch real wirksam. Endergebnis dieser Geschichte waren grundsätzlich mal, sage ich, 3 Zieldefinitionen. Wir wollten zum einen günstige Rahmenbedingungen schaffen, um einen nährreichen Boden für E-Learning an der Universität Graz zu bekommen. Wir wollten gleichzeitig, dass Lehrende, die bereit sind, E-Learning einzusetzen, auch bestmöglich unterstützt werden. Man darf eines nicht vergessen, der Einsatz von E-Learning, also wenn Sie jetzt Videos produzieren, also um ein Beispiel zu nennen, kann Ihnen, wenn der Stoff, den Sie vermitteln wollen, nicht allzu volatil ist, über 2-3 Semester Arbeit ersparen. Ja? Setzt aber voraus, dass Sie am Anfang in diese Videoproduktion massiv viel mehr Aufwand hineinstecken. Grundsätzlich ist es immer so, es ist ein Mythos, wenn jemand sagt, E-Learning spart Ihnen Arbeit. Ja? Wenn Sie Glück haben, kommen Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis, aber grundsätzlich am Anfang ist es immer mehr Arbeit. Und da wollten wir natürlich auch Möglichkeiten schaffen und Rahmenbedingungen schaffen, damit hier Unterstützung gearbeitet wird. Und wir wollten Innovation fördern. Wir sind darauf gekommen, dass an der Uni Graz eigentlich niemand, mit Ausnahme von 1-2 Personen, aber die auch nicht wirklich, sondern also im Rahmen einzelner Forschungsprojekte, über E-Learning forscht. Wir haben im ganzen deutschsprachigen Raum nur 3 E-Learning-Professuren. Ja? Also Deutschland, Schweiz und Österreich. In Österreich gibt es keine einzige, meines Wissens. Man möge mich korrigieren, also ich kenne keine. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, muss ich auch irgendwie state of the art sein und auch noch zukunftsorientiert sein. Und das kann ich aber nur, wenn ich forsche auch. Ja? Jetzt ist die Akademie für neue Medien und Wissenstransfer aber kein Institut, sondern wir sind eine Organisationseinheit, eine Dienstleistungseinheit, die einem für sich Support liefern sollte. Und wir reden dann von uns auch immer von sogenannten Third-Space-Einheiten, die einfach diese beiden Welten bestmöglich versuchen, miteinander zu kombinieren. Und das war auch ein Grund, warum wir Innovation fördern als besonders wichtig erachtet haben. Das erste Handlungsfeld, also die erste Zielsetzung ging dann in dieses Handlungsfeld über Zugänge erleichtern
mit einem Leitsatz. Wir haben versucht, für alle diese drei Handlungsfelder jeweils einen Leitsatz zu kreieren, der da heißt, zum Einsatz von E-Learning motivieren, nicht verpflichten. Das war auch ganz wichtig. Also Sie erreichen, das wissen Sie auch in anderen Umfeldern, mit Verpflichtungen relativ wenig, mit Motivation relativ viel. Und was ging es uns da in diesem Handlungsfeld? Einerseits ging es darum, Weiterbildungsangebote zu geben. Also die Weiterbildungsangebote an der Universität Graz, wie an vielen anderen Universitäten und Fachhochschulen, weiß ich weniger, aber Universitäten in Österreich, sind die Weiterbildungsangebote im Bereich E-Learning enden wollend. Ja? Wir haben gute Angebote im Bereich der Software-Schulungen, im Bereich der LMS-Schulungen, beispielsweise auch im Bereich des elektronischen Prüfens. Aber wir haben an und für sich sehr, sehr wenig Angebote, was Didaktik anbelangt, was anbelangt Innovationsforschung, was kann ich mit neuen Medien machen, auch im Hinblick zum Beispiel, wie schneide ich ein Video, wie produziere ich ein Video, solche Dinge. Da haben wir versucht oder möchten wir versuchen, eben durch die Festschreibung in der E-Learning-Strategie mehr Angebote zu schaffen und die bestehenden auszubauen und zu festigen, insofern was Ressourcen anbelangt. Bedeutet Bildungstechnologien, ist uns auch ganz wichtig, also das Lernmanagementsystem Moodle muss auch mit entsprechenden finanziellen Ressourcen ausgestattet also sein, insofern als dass dieser Regelbetrieb klaglos funktioniert. Aber auch andere Systeme, die bei uns angesiedelt sind, wie zum Beispiel ein Podcast-Portal eine Plattform zum Thema E-Portfolios für Studierende muss einfach 24/7 sozusagen erreichbar und verfügbar sein. Und dafür müssen wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen und das sollten wir auch in der E-Learning-Strategie festschreiben. Größtmögliche Rechtssicherheit, ein sehr, sehr umfangreiches Thema, auf das ich da jetzt nicht wirklich genau eingehen kann, aber Sie wissen alle, die Verwendung von Bildern, das Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, sind jetzt mal so Schlagworte, die so nett klingen und eigentlich auch harmlos klingen, die aber, sobald sie in den E-Learning-Bereich kommen, massives Problem darstellen. Sie können also, deswegen schauen meine Folien auch so aus, wie sie aussehen. Ja? Also, wenn Sie heute in der Früh, ich mag jetzt nicht motzen, aber wenn Sie heute in der Früh die erste Keynote gesehen haben von IBM und sich an das Bild von Alice in Wonderland erinnern können, also entweder IBM hat es nachgezeichnet, ich glaube es nicht, ja, da stand nicht mal ein Verweis drauf, wo es herkam. Ganz klare Urheberrechtsverletzung. Ist in einem Hörsaal jetzt noch wenig ein Problem, wurde aber aufgezeichnet und damit publiziert im Internet, nehme ich mal an. Ja, und damit haben Sie massive Urheberrechtsverletzungen. Und genau das Problem haben Sie auch im E-Learning-Bereich, in dem Moment, wo Lehrende, die Foliensätze verwenden, ja, und die im Hörsaal auch in einem Graubereich, sage ich jetzt mal, noch legitimisiert sind, ja, in einem Graubereich. Aber sobald ich ein Video daraus mache, die Lehrveranstaltung aufzeichne und publiziere, habe ich ein absolutes Rechtsproblem, ja, wenn dort in diesen Folien Urheberrechtsverletzungen von vornherein drin sind. Stimmt's oder stimmt's? Ich glaube nur, wenn in der Lehre darf man es an sich nutzen, man muss es nur zum Schluss ausreizen, ja, also man darf auch alle Sachen verwenden, oder? Nein, also meines Wissens jetzt nicht, aber Sie sind eher Experte als ich. Also von dem her, ich habe das aber nicht so gehört. Also mir wurde das immer so von juristischer Seite kommuniziert, Sie dürfen in einem wissenschaftlichen Vortrag alles zitieren, das ist das Zitatrecht. Das dürfen Sie in der Lehre aber nicht. Und das ist irgendwie sehr strange, ist aber so. Ja? Also zumindest mein letzter Wissensstand, aber ich bin kein Jurist, also auch immer ohne Gewähr die Aussage. Aber auf alle Fälle, wie auch immer, ob das jetzt in dieser Ausdifferenziertheit so ist oder nicht, es gibt ja auch viele Folien, die einfach auch keinen Nachweis beinhalten. Und das Problem, das damit einfach verbunden ist, ist, ich kann die Lehrenden jetzt nicht dazu bringen, weil das ein massiver Mehraufwand wäre, wirklich alles copyright-mäßig reinzuhalten und solange sie das nicht haben, kann ich sie aber auch nicht aufzeichnen und damit habe ich ein Problem. Und all diese Rechtsformen, die hier damit verbunden sind, die wollen wir so weit wie möglich innerhalb dieser E-Learning-Strategie, das ist ein Punkt in der E-Learning-Strategie, einfach klären, ja, und eine größtmögliche Rechtssicherheit für Lehrende schaffen, mit Hilfe von Handlungsempfehlungen beispielsweise, die noch zu erarbeiten sind. In dem Zusammenhang geht es auch um freie Bildungsressourcen. Was bedeutet Open Educational Resources? Das wäre sozusagen plakativ formuliert die Lösung für die Rechtssicherheit. Nämlich dahingehend, dass das also unter Creative Commons Lizenzen lizenzierte Lernobjekte, nenne ich es jetzt mal, sind oder Lernmaterialien sind,
wo die Erstellerinnen und Ersteller diese Lernmaterialien sozusagen allen zur Verfügung stellen. Ja? Das ist ein Konzept, das wir als Akademie sehr stark vertreten und das in der E-Learning-Strategie auch als eigener Punkt festgeschrieben ist, nämlich Erstellung eines Konzeptes zur breiteren Anwendung, gleichzeitig zur breiteren Erstellung von freien Bildungsressourcen an der Universität. Gut, das ist das erste Handlungsfeld. Ich habe Zeit bis 1, gell? Stimmt das? Also bis kurz vor 1 wegen der Diskussion. Ja, okay, ja. Studienangebote anreichern ist das zweite Themenfeld. Da geht es vor allem darum, dass unterschiedliche wissenschaftliche Fachkulturen unterschiedliche Methoden und Maßnahmen erfordern. Ja, wir wissen, wir sind eine Volluniversität mit einem sehr breiten Spektrum an Lehre und an Wissenschaft. Und zum einen geht es darum, dass wir E-Learning in den Curricula verankern wollen. Zum anderen geht es darum, dass wir Musterlehrveranstaltungen für jede Fakultät, eine Musterlehrveranstaltung für jede Fakultät im Hinblick auf E-Learning gestalten wollen. Eben weil die Fachkulturen unterschiedlich sind, werden auch unterschiedliche Tools zum Einsatz kommen und unterschiedliche E-Learning-Werkzeuge zum Einsatz kommen, je nach Fakultät. Und die Idee der E-Tutorinnen und E-Tutoren, für diejenigen unter Ihnen, die an der Uni Graz sind und die mit dem schon mal in Berührung gekommen sind, wenn Sie jetzt sagen, na, das ist nichts Neues, ja, stimmt. Die Akademie hatte welche, ich glaube, UniAT hat noch welche. Das Konzept, das wir jetzt verfolgen, und das, also für uns ist es ein Revival sozusagen an der Akademie, was wir möchten, ist, wir möchten die wirklich sehr gut ausbilden. Und wir möchten diese jungen Menschen, die bei uns studieren, und am liebsten ist uns, wenn sie in irgendeiner Art und Weise auf Lehramt studieren, weil wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Wir wissen, dass Mediendidaktik oder E-Learning in der derzeitigen Ausbildung zur Lehrerin, zum Lehrer in den Curricula nicht verankert ist und nicht vorkommt. Ja? Wenn wir jetzt also ein paar dieser Menschen dafür gewinnen können, bei uns eine Zusatzausbildung zu machen und wir sie gleichzeitig beschäftigen können über einen Zeitraum, zweiten Studienabschnitt oder so zum Beispiel, dann haben wir eine Win-Win-Situation und wir können zum Beispiel 6 Personen so ausbilden, dass für jede Fakultät sozusagen eine Person zuständig ist, die sich auch ein bisschen mit der Fachkultur auseinandersetzen kann. Dann gibt es noch ein drittes Feld, das ist das Feld Innovation Raum geben. Ja, also irgendwie ist es ja logisch, ne? Wenn ich E-Learning nutzen will und nachhaltig verankern will, dann muss ich über E-Learning auch forschen. Ja? Wie gesagt, wir tun das in einem bescheidenen Rahmen, insofern, also bei uns ist alles angewandte Forschung, das heißt, was wir tun ist, wir versuchen möglichst viel an Drittmittelgeldern zu bekommen, um über das Gebiet Innovation einzuholen. Wir haben Projekte beispielsweise zum Thema die Erstellung von E-Books, multimediale E-Books, wir haben Projektgelder eingeworben für ein Projekt im Hinblick auf Erstellung mediendidaktischer Leitfäden, im Hinblick auf die Erstellung besonderer Moodle-Kurse in Kooperationen mit Universitäten in Montenegro, in EU-Projekten etc. Also wir versuchen das ein bisschen voranzutreiben. Es ist aber nicht unsere Hauptaufgabe und wir versuchen gleichzeitig mit dem Forschungsschwerpunkt, der mir nie einfällt, Wissen, Bildung, Wissen, noch was. Aber es gibt einen Forschungsschwerpunkt, der sich auf alle Fälle mit Bildung auseinandersetzt bei uns, einer von Sie. Und auch da ein engeres Anknüpfungsverhältnis zu schaffen in dieser E-Learning-Strategie, um das ganze Ding entsprechend voranzutreiben, auch mit wissenschaftlicher Expertise, die wir ja nicht so einbringen können grundsätzlich. Ja, und ein Wunsch, der bestehen, also der die Revision durch das Rektorat überlegt hat, sozusagen, das ist der Wunsch nach einer E-Learning-Professur, mit dem Zusatz Drittmittel finanziert, was natürlich heißt, ich muss mir mal anschauen, wo ich das Geld auftreibe für eine derartige Professur. Es ist aber eine Herausforderung für die nächsten 3-4 Jahre, um da entsprechend ja, finanzielle Mittel zu bekommen. Vielleicht gelingt es uns, mal schauen. Ich sehe jetzt gerade, dass ich eine Folie versehentlich gelöscht habe. Ich erzähle es Ihnen einfach. Es geht nämlich um die Implementierungsstrategie. Ja? Was machen wir wann? Wir haben drei Phasen, zeitliche Phasen definiert. Wir haben das Jahr 2015,
wo wir vorbereitete Arbeiten für all diese Dinge, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, die in der E-Learning-Strategie stehen, vorbereitete Arbeiten für die Umsetzung machen. Warum? 2015, warum ein ganzes Jahr? Wir haben keinen einzigen Cent zusätzliche finanzielle Mittel dafür. Ja? Es wurde nie budgetiert, das ist niemandes Schuld, ja? Sondern das ist einfach so passiert. Und 2015 ist einfach jetzt mal das Jahr, wo wir alles vorbereiten, was wir vorbereiten können mit den Ressourcen, die wir haben. Und dann kommt der große Optimismus, weil wie Sie wissen, 2016 bis 2018 ist die nächste Leistungsvereinbarungsperiode mit dem Ministerium. Da haben wir ein bisschen was an Geld reingeschrieben, das wir gerne hätten, um genau diese Dinge voranzutreiben. Wie viel von diesem Geld dann übrig bleibt, das kann ich Ihnen heute nicht sagen, das weiß, glaube ich, niemand, nicht einmal der Herr Niederlehner. Aber letztendlich ist es einfach so, dass wir versuchen, aus diesem Topf heraus Gelder zu lukrieren. Ich muss aber gleichzeitig auch eins dazu sagen, um auch hier eine Lanze zu brechen, seitens meines Chefs, also dem Vizerektor für Studium und Lehre, Martin Polaschek, ist es einfach so, dass wir eine sehr, sehr gute Unterstützung erfahren haben, die sich in bescheidenen, aber doch auch in finanzieller Weise ausdrückt, sodass wir einzelne Bereiche auf jeden Fall von dem, was in der E-Learning-Strategie ist, verankert ist, jetzt mal in Schriftform auch wirklich umsetzen können. Wie viel davon dann wirklich umsetzbar ist, hängt wirklich auch davon ab, wie groß die Mittel sind, die wir aus dem Ministerium im Rahmen dieser Leistungsvereinbarung generieren können. Und wir werden, sobald wir das wissen, also die Höhe wissen, einfach entscheiden, wohin diese Mittel dann auch fließen werden. Ich glaube nicht, dass wir das volle Spektrum in diesen drei Jahren, 16 bis 18, umsetzen können. Aber ich bin guten Mutes, dass einiges davon einfach wirklich möglich ist. Und das ist mir auch ein wirklich wichtiges Anliegen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir zwar mit dem Segen des Rektorats, aber trotzdem wieder ein Papier produziert, das in der Schublade verschwindet oder vielleicht auch nicht verschwindet, aber einfach nicht umgesetzt wird. Und das ist was wir auf gar keinen Fall möchten und wovon ich auch weiß, dass es das Rektorat nicht möchte. Dementsprechend, wie gesagt, bin ich wirklich guten Mutes, dass da einiges passieren wird. Wir haben eine dritte Phase definiert über 2018 hinaus. Keine Ahnung, ob drei jetzt aufgrund mythischer oder biblischer Herkunft so eine Zahl ist, die man haben muss. Nein, aber wir haben eine dritte Phase deswegen definiert, weil darüber hinaus natürlich zum einen eine Qualitätssicherung, Evaluationsprozesse laufen müssen, die zu dem Zeitpunkt dann auch abgeschlossen werden können. Zum anderen ist es einfach eine Perspektive, eine mittelfristige, wo wir gar nicht genau sagen können, was wir dort genau machen werden, weil wir überhaupt nicht wissen, was in vier Jahren an Technologie vorhanden ist und unser Bereich ist so kurzlebig, dass ich heuer noch nicht mal genau sagen kann, obwohl es Prognosen gibt, was ich übernächstes Jahr genau machen werde und welche Tools ich genau ansetzen werde. Gut, und jetzt geben Sie mir bitte noch 4 Minuten, um das, was ich Ihnen am Anfang versprochen habe, nämlich herzuzeigen, ein Projekt, das wir strategisch ganz gut verankert haben. Gibt zu, es ist Werbung in eigener Sache. Heute in der Früh war mal das Thema MOOC, also Massive Open Online Courses, auf einer Folie kurz zu sehen. Für alle, die es noch nicht wissen, das sind also offene Kurse, die für alle zugänglich sind, die seit einigen Jahren durch Elite-Universitäten in den USA propagiert und gepusht worden sind. Und was darum geht, dass sie mittels Video-Lectures sozusagen prominente Vortragende und gute Vorlesungen einfach gratis im Internet besuchen können. In Kursform, das heißt, das ist auch so ein Kursschema mit meistens zwischen 6 und 10 Wochen, meistens sind es 8, zu gewissen Themen. Die Universität Graz hat gemeinsam mit der Technischen Universität Graz die erste und einzige, Gott sei Dank, bisher österreichische MOOC-Plattform entwickelt. Wir sind 2014 im April, im März mit den ersten 3 Kursen online gegangen. Wir haben einen Namen gefunden, der für uns steirisch recht gut passt. Wir nennen die Plattform eMOOCs, also um auch irgendwie Sympathie für diese Plattform seitens der Entwicklerinnen und Entwickler, aber hoffentlich auch der Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer herzustellen. Und wir haben momentan 14 Kurse online. Ich mache ein bisschen Werbung, im Herbst neue Kurse haben. Die Franz Siegerhofer bei uns wird einen Kurs machen zum Thema 20 Jahre
Österreich als Mitglied der Europäischen Union. Wir werden einen Kurs machen zum Thema Dr. Internet, wo es darum geht, über das Internet anhand von Symptomen Krankheiten zu recherchieren. Das geht so ein bisschen Richtung Dr. House. Wir werden was machen zum Thema Graz-MOOC, also Graz eine Stadt stellt sich vor. Wir werden was machen zum Thema Making. Kennt jemand Making von Ihnen? Making, da geht es um 3D-Drucken, da geht es um den innovativen Einsatz von Technologien für Kinder. Also das ist wirklich ein Programm für, sage ich mal, 6- bis 14-Jährige. Wir haben aber auch andere MOOCs zum Thema der Kreis, Mathematik, keine Ahnung. Also alles Mögliche mittlerweile schon, wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie mal rein. Wie gesagt, ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben derzeit für österreichische Verhältnisse, finde ich, ganz gut, mit über 5000 Nutzerinnen. Muss aber schon zugeben, dass wenn Harvard einen MOOC lanciert, dann haben wir dort also über 200.000. Also die Relation muss man schon sehen. Ja? Wollen wir auch nicht verschweigen. Aber wir sagen trotzdem, dass wir mit diesen 5000 eigentlich die drittgrößte Uni in der Steiermark sind. Ja? Ja, ist auch ein bisschen blasphemisch vielleicht, aber mein Gott, irgendwie müssen wir uns doch auch bewerben können. Und was uns wichtig ist, ist, wir haben nur freie Bildungsressourcen. Das ist vielleicht für Sie interessant. Jedes Video, das da drinnen ist, ja, das Sie dort haben, können Sie sich von YouTube runterladen und können Sie, in welchem Kontext Sie auch immer wollen, für Ihren persönlichen Bereich, in der Lehre, im privaten Bereich, wo auch immer, einsetzen. Sie kommen in keine Urheberrechtsproblematik, Sie müssen uns auch nicht fragen. In vielen Fällen können Sie diese Materialien, die da drinnen sind, nicht nur verwenden, sondern auch verändern. Ja? Und das dann auch wieder für Ihre eigenen Zwecke einsetzen. Da gibt es unterschiedliche Creative Commons Lizenzen, auf diese Modelle gehe ich jetzt nicht ein. Sie finden aber auf jedem MOOC sozusagen bei uns diese jeweilige CC, also Creative Commons Lizenz. Und Sie wissen dann, was Sie mit den Materialien tun dürfen und was nicht. Verwenden dürfen Sie sie auf jeden Fall. Und das ist für uns ein Must-Have bei allen Kursen, die wir haben. Also wir nehmen keinen einzigen Kurs, der nicht freie Bildungsressourcen beinhaltet. Also wir haben kein einziges Copyright-Problem da drinnen und alles kann frei verwendet werden. Gut, dann bleiben noch 5 Minuten für eine Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich habe Ihnen was erzählt, was Sie noch nicht wussten. Und wenn Sie noch Fragen haben, freue ich mich über diese und beantworte sie gerne. Dankeschön.